Der gute Peter Salana, was von uns hier. Willkommen zurück zu Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Ich habe mir mittlerweile einen Pullover angezogen, einen Gurkensalat gegessen. Jetzt geht's weiter hier. Jetzt suchen wir noch die restlichen Leute, die Tee wollen. Ja, hab jetzt schon mal ein bisschen gesucht, damit wir direkt bei ihm anfangen können, der durstig ist. Beim Geoff, wie immer. Hey, ihr zwei, es ist ein Notfall. Was Schreckliches ist passiert. Oh nein, was ist denn los? Ming-Tee ist ja nicht süß. Wie soll ich denn ohne süßen Tee einen Vampir bekämpfen? Wie? Ich werde mir zu Hause einen neuen kochen. Aber ich muss doch hier um den Posten bleiben. Wir sind gefangen. Wie die Ratten. Das ist der Notfall? Erzählst du dazu, Grinsen, hä? Was sollen wir denn da tun, wenn ein Vampir reinplatzt, hä? Wie soll ich denn dann mitten in meinem Durst, im Kampf einen Durst stillen? Hättest du das mal überlegt, ne? Welche Art von Tee benötigen Sie denn, um Ihren tapferen Kampf... Man merkt, dass ich vorhin schon 2 Stunden aufgenommen habe, vor einer halben Stunde. Um Ihren tapferen Kampf fortzusetzen. Na, so ein geheimes Rezept für Vampirjäger. Das, was mein Großvater beigebracht hat. Ein bisschen frohe Wurzel klären. Noch was dann rauchig und Durstlöschen macht, ne? Okay, frohe Wurzelklee, Räucherpferd und. Ja, halt der Durststiller-Tee. Das ja. Ist der einzige dieser Art. Ja, der ist geil, ey. Da habt ihr euch aber wirklich für mich eingesetzt, ne? Die Leute in dieser Stadt können froh sein, denn jetzt bin ich wieder gestärkt, um sie zu beschützen. Sie sehen ja ganz schön genervt aus. Das kann doch nicht gesund sein. Hör mal, Kleiner. Hey, diese Vampire darf man nicht unterschätzen, ne? Das sind äußerst gestriebene Kreaturen, sag ich dir. Ja, wenn man denkt, man hat ihn spät, ja. Hey, da ist er wieder fort. Fordert euer Schicksal nicht Russ und haltet euch bloß vom Schloss fern, ey. Ja, nö. Also vorerst, aber nicht jetzt, weil jetzt werde ich erst einmal weiter nach Leuten suchen. Jedenfalls habe ich nicht nur den Geoff hier gefunden, der Tee wollte, sondern habe auch noch was anderes Interessantes entdeckt, was ich vorher gar nicht bemerkt hatte, weil ich auch noch nie wieder da war. Seitdem die Story nämlich abgegangen ist, im Hotelzimmer können wir nämlich auch ein Foto machen. Seitdem Flora weg ist, geht das, glaube ich, erst. Oder es ging schon immer, auch wenn Flora da war und ich hatte die Kamera da noch gar nicht. Jedenfalls, so. Jetzt fehlen, glaube ich, noch 2 Orte und die sind beide im Schloss. Wie gesagt, bei 2 war ich mir sicher. Jetzt haben wir auch das... das ist so das erste Bild, ja, entsprechend. Das erste Foto. Dann haben wir das auch. So. Sehr gut. Was war hier falsch? Hier weiß man der Türknauf falsch. Da. Ob das stimmt? Wir werden dann heute also so weit wie möglich, sage ich mal, Sidequests vorantreiben. Also weitere Rätsel vielleicht noch irgendwie finden bei Leuten, aber vor allem will ich eben diese Teesache weitermachen. Das wird wahrscheinlich wieder den ganzen Part beanspruchen, aber danach können wir dann hoffentlich zum Schloss aufbrechen, bald. Mal schauen, wie bald. So, hier hinten war noch irgendwas mit dem Bett, meine ich, aber... Genau sagen kann ich es euch nicht. Ein Salzstreuer auf jeden Fall. So. Bett oder Couch oder... Was gab's da noch? Ich meine, mit dem Bett war noch was. Vielleicht gab es aber auch einfach nur mal ein verstecktes Rätsel oder so. Neben der Lampe steht da so ein Päckchen, das ist auch weiterhin so. Die beiden Tassen stehen da. Oder der Krug und die Tasse dahinter. Oder was auch immer dahinter noch ist. Und die Tasse im Vordergrund. Ist alles gleich. Schrankmaserungen sind identisch. Da hinten dieses Teeservice-Gedöns ist gleich. Sind die Vorhänge gleich? Gleiche Falten, alles gleich breit?
Holz sieht gleich aus. In den Blumen kann ich auch keinen Unterschied sehen. Ey, das ist gerade nicht leicht. Die Maserung ist hier ein bisschen verblasst. Keine Ahnung. Es ist ja keine richtige Maserung, glaube ich. Das ist ja... Keine Ahnung, wie man es nennt. Oh, Mann. Scheiße. Das ist nicht leicht. Vielleicht hängen wir auch einfach den ganzen Part jetzt an diesem Wimmelbild hier. Ich möchte es gerade noch nicht ausschließen. Weil ich gucke mir das ja auch schon gute 2-3 Minütchen an und ich finde einfach den dritten nicht. Ich will keinen Hinweis haben. Ich sehe gerade wirklich nichts mehr. Was ist denn hier? Das kann doch gar nicht... Hallo? Wo ist denn hier noch was? Wollt ihr mir sagen, die Lampe ist... Ich glaube, ja, doch, die Lampe ist aus, ne? Die leuchtet nicht so stark. Aufs Exempel. Kritisch. Kritisch, ehrlich gesagt. Weil... Ich möchte das jetzt nochmal zeigen. Jetzt haben wir auch mal gesehen, von wegen hier wird einem drauf hingewiesen, ne? Hier, guck mal, allein schon, hier das, ne? Das ist zum Beispiel unterschiedlich stark. Hier sieht es ein bisschen kräftiger aus irgendwie, als wäre das hier ein bisschen verblasst oder sowas. Und ich weiß nicht. Ja, okay, man kann es ja an dem Schein erkennen, aber... Na gut. Wenn sie meinen. So, hier gibt es ein verstecktes Rätsel bei dem Salzstreuer. Hä? Nee, hier. Warum denn da? Na gut. Gerechter Ausgleich. Drei Häuser grenzen an das gleiche Feld an. Die drei Hausherren A, B und C der drei Häuser beschließen, das Feld zusammen zu besehen. Leider verletzt C sich, bevor die Arbeit losgeht, sodass A und B die ganze Arbeit machen. A arbeitet 5 Tage lang und B 4 Tage lang, bis das Feld besät ist. Als Entschädigung dafür, dass C nicht mithelfen konnte, beschließt er A und B für ihre Arbeit zu bezahlen. Er zahlt insgesamt 9 Taler und teilt sie je nach geleisteter Arbeit auf. Weißt du, wie viele Taler A und B jeweils erhalten? Ja, auf jeden Fall nicht 4 und 5. Das ist natürlich jetzt die Falle, die einen locken wollen, aber... Also nur, dass das A, B, C, ganz, ganz schön so. Dann teilen die das ja so auf. Wie teilt man das jetzt am besten in 3 Stücke auf? Fragt mich nicht so, keine Ahnung. Nein. Es ist schrecklich. Wie teilt man das in 3 Stücke aus? Sag mal. Ist ja auch egal. Die haben jeweils so ein Feld. Ja, sagen wir mal, da würde jetzt nichts übrig bleiben hier. Irgendwie, weiß ich nicht. So, hier, das ist jetzt ungefähr gleich groß, weiß ich nicht. So. Die sagen ja nur A und B ackern 5 bzw. 4 Tage, bis das Feld besät ist. So. Die besären jetzt aber auch ihren Anteil und der will die ja nicht dafür entschädigen, dass die ihren Teil gemacht haben.
So, das heißt, die ackern insgesamt. Drei Tage, die ackern ja insgesamt 9 Tage, ne? A5 und B4. Das heißt, insgesamt würde für seine Fläche jeder 3 Tage brauchen. Ne? 3 Tage. Das heißt, A hat 3 Tage für seine Fläche gebraucht und dann 2 von B übernommen, 2 von C übernommen. Um die 2 geht es hier also. Das heißt, er bekommt wahrscheinlich 6 und B hat 1 übernommen. Und bekommt dann dafür 3. Also A6 und B3. Und nicht 4 und 5, wie das Rätsel suggerieren möchte. Nun die Probe aufs Exempel. Ich mag das Rätsel, das ist cool. Weil es einen so in die Falle locken will. Rätsel. Birne. War schwieriger als gedacht. Geht. So, hier gibt es noch ein paar Hinweismünzen vielleicht irgendwo. Dann hier noch. Nein? Okay, gut. Dann nicht. Dann verpisse ich mich wieder und schaue mal, wer noch durstig ist. Oder wer vielleicht noch so Rätsel für uns hat. Ophelia hat immer noch keinen Bock. Ich gehe nochmal ganz zurück, weil ich glaube, unser Kollege hier hatte auch noch nichts, der so ein bisschen aussieht wie Mo aus den Simpsons. Ja, der hat auch noch nichts. Hey, da hat Zylinder, Heini. Sie sehen mir doch wie ein Bücherwurm aus. Sie wissen nicht zufällig irgendwas über das Weissagen, oder? Doch, ich habe den perfekten Tee für dich, Freundchen. Ich habe den perfekten Tee für dich. Luke, Experimente, bla bla bla. Nun, hübsch wie ich bin, habe ich einen Wahrsager gar nicht nötig, aber kocht mir so einen Tee. Ganz genau diesen hier eignet sich zum Wahrsagen, habe ich vorhin gelesen. Deswegen, haust du rein. Rory hieß der Typ, jo. Na, die Blätter eignen sich gut zum Wahrsagen. Seht ihr, wie die Blätter hier angeordnet sind? Das ist ein ganz eindeutiges Zeichen, ja? Und was heißt das? Na, das sieht aber nicht gut aus für ihn. Für wen? Wessen Liebesleben sehen sie denn voraus? Na, das des Vampires da. Das hat sich angeblich ein Mädchen verliebt, ja, aber ich wollte mal sehen, wie es sich so entwickelt. Das kann doch nicht gut sein, oder? Keine Ahnung, Frage der Zeit, bis du hungrig wurde oder was weiß ich. Keine Ahnung, worüber die hier gerade labern. Ist mir auch egal. Weil ich bin nicht hier für Dialoge, ich bin hier, damit die Leute endlich mal Tee trinken. Ich wäre äußerst dankbar, eine starke Tasse Tee mit etwas Traumpflaumen. Okay, stark. Das ist das Stärkste, was wir, glaube ich, haben. Traumpflaumen ist drin. Bitteschön. Go for it. Ich habe ja gesagt, die braucht wahrscheinlich auch ein Räucherpferd mit drin. Und das ist der Tee. Bei der hatten wir schon mal verkackt. Ja, dieser Tee ist genau das Richtige, um meine Stimmung zu erhellen. Könnte ich Sie wohl um Ihre Meinung bitten? In meiner Familie ist nämlich ein Problem aufgetreten und ich bin ratlos, wie man es lösen sollte. Nur zu, vielleicht können wir Ihnen helfen. Vor wenigen Wochen hat der Anwalt meines Schwiegervaters das Testament verlesen. Allerdings ist die Art und Weise, wie auf die das Grundstück aufgeteilt werden soll, höchst unüblich. Inwiefern? Die Anweisung ist äußerst verwirrend, fast schon rätselhaft. Ehe wir verstehen, wie die Aufteilung letztlich auszusehen hat, bekommt niemand etwas. Ja. Traurig. 4 Parzellen. Ja, das kriegen wir hin. Ein reicher Großgrundbesitzer ist von uns gegangen und hat in seinem Testament all sein Land seinen Söhnen vermacht. Jeder meiner 4 Söhne soll eine Parzelle Land erhalten, auf der ein Obstgarten, ein Haus und ein Teich und eine Wiese liegen. Alle 4 sollen gleich große Flächen Land erhalten. Ich weiß zwar nicht, was daran voll verwirrender Rätseltext ist, aber gut. Wenn du meinst, dann ist das so. Und fertig sind wir. Das ist halt so witzlos, ne? Ich mag solche Rätsel, die sind schön kurz und knackig, aber ich finde das so ein bisschen, naja. Gut. Was daran jetzt rätselhaft sein soll, weiß ich nicht. Ein Sachbearbeiter hat das in einer Minute geschafft, aber gut. Nun, da jeder sein Stück Land hat, werden die 4 in Eintracht miteinander leben. Jo. Oh je, dann bekommt ja wirklich jeder gleich viel Land, wie enttäuschend. Was? Was soll das denn heißen? Das ist doch nur gerecht. Na gut. Achso, nee. Ja doch, genau, da wollte ich nachgucken. 18. 8 fehlen noch? Das ist gar nicht mal mehr so viel.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Kranz schon bedient hatte. Ich weiß, der wollte Tee. Ich weiß aber nicht, ob ich seinen Geschmack getroffen habe. Ich glaube ja. Sonst haben wir hier auf jeden Fall alle. Wir haben Sammy, wir haben Ophelia, wir haben Rory, wir haben hier die kleine Joanny, genau. Den Joseph hatten wir, glaube ich, auch schon, der hier. Nee, das war nicht Joseph, das war Dawson. Joseph war der aus dem Fotoladen. Die sehen irgendwie relativ ähnlich aus, außer dem Hut. Ich weiß nicht, das sind so alte Kulturfanatiker, deswegen verwechsel ich die, glaube ich, ein bisschen zu oft. Dann gucken wir doch mal, was bei den beiden jungen Damen hier geht, ob die was wollen. Nein. Dann gehen wir weiter Richtung Westen. Die beiden wollen auch nichts. Der Geoff. Yeah, kick mal. Yeah, guck mal. Zack. Vor allem zeigt er immer komplett woanders hin gefühlt. Knobloch will auch nichts. Dann geht es mal zurück zu Felix und zu. Weiß ich nicht, wie der andere Typ hieß. Ah ja, yeah, der will was, der. H.P. Baxter. Ah, der Hopper hieß er. Ah ja, früher war alles besser, ne? Schwelgen Sie in Erinnerung? Ja, früher gab es einen Kaffee in der Stadt mit einem leckeren Tee. Ja, heute. Ja, die Leute kamen zu Hunderten hier nach Fortsons, um den Tee zu trinken. Das Kaffee war offenbar sehr beliebt. Das können Sie laut sagen, ne? Also. Sie sehen aus, als würden Sie sich damit auskennen. Wollen Sie mir mal einen Tee kochen, so wie damals? Also, ja, der war sehr pikant, aber das ist auch schon alles, was ich weiß. Recht gewöhnlich, aber pikant. Was war pikant? Pikant war das hier, ne? Pfefferkirsche, genau. Pfefferkirsche. Ungewöhnliche Komposition, das ist es ja wohl nicht. Recht gewöhnliche Zutaten, ja. Zweimal Pfefferkirsche oder... Ja, das ist die Frage. Sind die denn gewöhnlich? Wenn man wüsste, was gewöhnlich ist. Es ist auf jeden Fall nicht das hier. Das kann man halt ausschließen dadurch. Die Leute sind zu Hunderten gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass für beides... Ich nehme jetzt den Dämmertraum. Nee, scheiße. Der will also keinen Dämmertraum, schön. Achso, wir dürfen nochmal. Okay, sehr gut. Dann das hier. Dämmertraum, Kraftkirsche. Dämmertraum. Kraftkirsche. Will der Hopper nicht haben. Dann ist das vielleicht auch dieser letzte Tee, der mir noch fehlt. Ich muss auf jeden Fall nochmal zu Hopper. Und ich muss auch nochmal zu Stanley, hatte ich mir aufgeschrieben. Bei dem habe ich auch was verkackt. Da glaube ich ja auch, dass ich den noch nicht habe. So, wie sieht's mit ihmchen hier aus? Der will nix. Das sind also auf jeden Fall schon mal zwei von den acht. Ich glaube, die beiden Mädels hatten auch beide noch nicht. Wie gesagt, bei Felix weiß ich gar nicht. Da gehe ich jetzt nochmal vorbei. Ich meine, der wollte auf jeden Fall schon mal was. Aber keine Ahnung, ob ich den bedient habe oder nicht. Und bei Joseph weiß ich auch nicht. Hat auf jeden Fall nichts. Dann sind jetzt wahrscheinlich die Mädels durstig, könnte ich mir vorstellen. Und ich gehe immer wieder die falschen Wege. Ich mag diese Stadt so, aber ich kann mich einfach nicht orientieren. Ich schaue nochmal gerade, wo ich da bin, bei Gregorio vorbei, ob der was zu trinken will. Wenn ich halt wüsste, ob ich die Leute schon habe. Wenn ich das wüsste. Bei Stanley muss ich nicht vorbeigehen, da brauche ich, glaube ich, wirklich den letzten Tee. Und ich weiß halt nicht, ob ich es doch mal nachgucken soll, wie ich den kriege. Ja, die beiden wollen was. Ich glaube, die hatte einen ziemlich blöden Geschmack. Den habe ich irgendwie nie hinbekommen. Oder war das die? Ach, ist auch egal. Was gesehen? Na, den Geist natürlich, der gerade vorbeigeschwebt ist. Habt ihr doch gesehen, oder? Das war schon der 12. heute, Mann. Okay. Ein Tee zur Erfrischung. Mein Hals tut weh. Süß und ungewöhnlich.
süß, mild und pikant. Ja, bitteschön. Fabelhaft, natürlich, natürlich. Oha, was an diesem Tee ist tatsächlich ungewöhnlich. Ich bin beeindruckt. Ja, war wirklich gut. Zum Dank verrate ich euch, wo ihr die gruseligsten Geister der Stadt findet, ja? Also, Fortuns hat massenhaft Geister, die sich gut beobachten lassen. Die Stadt ist mir trotzdem schon unheimlich genug, ja? Deswegen danke. Ja. Und sie will jetzt natürlich nichts mehr. Danke. Mein Gott. Schrecklich. Schrecklich. Ach ja, den Typen außerhalb der Stadt haben wir auch schon, ne? Diesen... Will Polo was trinken, sag mal? Ich glaube, den haben wir nämlich noch nicht bedient. Das ist jetzt auch noch eine große Frage. Den haben wir schon mal bedient hier, den Matrix-Typen. Aber... Polo? Will der was? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich sollte in einem Trainer sitzen, ja. Nee, ich weiß es nicht. Wenn er was will, will er auf jeden Fall gerade noch nichts. Angeboten habe ich dem, meine ich, noch nichts. Ihm hier auf jeden Fall. Der hat auch irgendwas bekommen, was er wollte. 5 Leute, von denen ich noch nicht weiß, wer es ist, müssen wir auf jeden Fall noch bedienen. Bei 2 weiß ich nicht. Also da weiß ich, vermute ich, dass der letzte Tee das sein wird, was die wollen. Gehen wir nochmal zum Kranz. Ja, ich glaube, jetzt werde ich auch einfach ein bisschen rausschneiden dann. Vielleicht werde ich auch schon rausgeschnitten haben. Ich weiß nicht, wiefern ich da relevantes Zeug gelabert habe. Aber ab jetzt würde ich dann auf jeden Fall mal rausschneiden, wenn ich jetzt einfach die hin und her rennen und Leute suche, die trinken wollen. Wenn überhaupt jetzt gerade noch jemand Durst hat. Ah, guck mal, jetzt will der Gregorio doch was trinken. Mein Gott. Ich bin so durstig. Das ging mir schon besser, Kleiner. Ja, jedenfalls, bla, ich will was zu trinken. Also er will einen Durstlöcher haben, ja? Was Süßes mit Rauchnote, genau. Und er hat halt einfach nur Durst, deswegen ist es definitiv der Durststellerklee. Wunderbar. Schachmatt, Gregorio ist erfrischt und bereit für den nächsten Schachzug. Ah, ich muss nur meinen Springer auf A5 bewegen, Mann. Zum Dank verrate ich euch etwas. Im Herzmuseum gibt es ein Buch über die Schachstrategien der früheren Aristokraten. Das Seltsame ist aber, dass seit 50 Jahren keine neuen Strategien mehr entwickelt wurden. Fast so, als wäre die Zeit stehen geblieben. Ja, Mensch, das ist ja ein Dingen, ey. So, komm, der wollte keine Feuermilde, weiß ich noch. Was mit Pferd? Er hat irgendwas mit dem Pferd gesagt. Das ist immer. Der wollte Feuermilde. Nicht. Der wollte keine Feuermilde. Feuermilde war, das hier. So. Der braucht Vorwurzelklee. Und was mit Rauch, mit dem Pferd. Wenn ich das gerade richtig gedeutet habe. Ein Symbol für Feuer. Was ist denn ein Symbol für Feuer? Tonicblüte? Pfefferkirsche? Pfefferkirsche vielleicht. Pfefferkirsche. Frohwurzel. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht, sag mal. Ich hatte den echt noch nicht. Siehst du mal, aber gut, dass ich das jetzt mal. Ne? Ne? Ich habe genau das gemacht, was er gesagt hat. Er hat gesagt. Eins für Feuer, da habe ich mir jetzt gedacht, ja gut, Kick, ne? So eine Kirsche, Pfefferkirsche, haust du rein. Was froh macht, Frohwurzelklee, und der hat was von einem Pferdchen gelabert im Dialog, was jetzt nicht mehr angezeigt wird, frecherweise. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt... Na gut. Auf jeden Fall ist das, was er haben möchte.
Und das möchte wahrscheinlich auch der Hopper haben. Ah, da muss ich eigentlich echt nochmal in meine Videos reingucken, wie das jetzt aussah. Habe ich das gebraut und nicht geschafft oder was ist los? Habe ich das wirklich vergessen? Dieser Tee ist wirklich legendär. Das Aroma ist so himmlisch, dass ich weinen möchte. Freut mich, dass er Ihnen schmeckt. Oh, bitte entschuldigt, dass ich so emotional werde. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Na, vielleicht kann ich euch als Gegenleistung ein kleines Rätsel stellen. Nein, bitte nicht. Riesenwürfel, das klingt schon scheiße. Ach du Kacke. Siehst du den Fallplan da unten? Nö, wo ist er? Unser Freund hat 8 Würfelchen nach diesem Plan gefaltet und zu einem Riesenwürfel zusammengesetzt. Schön. Von einem der Würfelchen fehlen dann jene 3... Wurden dann jene 3 Buchstaben entfernt, die nach außen zeigen. Der Riesenwürfel ist so aufgebaut, dass all jene Seiten der kleinen Würfel, die nicht zu sehen sind, mit denselben Buchstaben aufeinandersetzen. Der Riesenwürfel ist so aufgebaut, dass all jene Seiten der kleinen Würfel, die nicht zu sehen sind, mit denselben Buchstaben aufeinander zeigen. Ja, okay. Gut. Schön. Hätten wir es geklärt. Also gucken wir erstmal nach dem hier am besten. Knicken das so. E und D liegen nebeneinander. Das heißt, hier liegt ja schon mal A. Würde ich sagen. Hier würde C liegen, hier liegt A. Hier liegt A. So, das heißt, hier liegt auch nochmal A. Das heißt, hier liegt ein C. Höchstwahrscheinlich. Weiß zwar nicht, wie rum. Aber das ist ja nicht wichtig. Hier liegt ein C. Ja, wobei, ist das wichtig? Ich glaube schon. Doch, das ist, glaube ich, wichtig. Scheiße. Ja, egal. Wissen wir erstmal nicht mehr, glaube ich. Und dann natürlich dieser hier. Hier liegt ein D und ein C. Das ist so rumgeklappt. Naja, das A liegt ja auf jeden Fall auch wieder auf der gegenüberliegenden Seite. Also hier liegt wieder ein A. Und hier liegt ein D. So, was liegt oben vom D? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Oben vom D muss wieder ein E liegen. Und zwar genau in der Ausrichtung wie da. Also auf dem Kopf. Also so, dass es aussieht wie eine 3. Nee, andersrum. Moment, A, A, C. Es muss aussehen wie eine 3. Also so müsste das E da liegen. Wenn ich das D habe, sieht das aus wie eine 3. Ja, so müsste das da liegen. Aber ist ja auch egal, es muss ein E sein eigentlich. Ach, ich schreibe da jetzt einfach ein E hin und dann hoffen wir mal, dass das stimmt. Kein Rätsel ohne Lösung. Scheiße. Mano. Das ist wirklich eine harte Nuss. Das war kein auf gut Glück losraten. Leck mich, Spiel. Ja, klar. Aber wie kann das sein, frage ich mich da. Wie kann das denn sein? Oberhalb vom D. Muss das E sein, oder was? Was denn sonst? Das macht halt gerade null Sinn für mich. Okay, gucken wir mal. E und C liegen hier nebeneinander. Das E und das C ist dann so geklappt. Das ist die Seite hat, ja genau, so. Und oberhalb vom E muss eigentlich dann das D liegen. Das heißt, hier die Seite ist ein D. Was habe ich denn gerade eigentlich eingegeben? E, ne? Hier muss eigentlich ein D liegen.
Oder ein A? Ja, das A müsste eigentlich da... Ich nehme jetzt Tipps. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Filme wollen. Ja, die zeigen nicht alle in die gleiche Richtung, das ist mir klar. A, D und E zeigen nach innen. Warum? Also A hatten wir hier, glaube ich, ne? Relativ sicher. A, D und E. Wenn wir hier ein A haben, müssen wir da natürlich ein... Ja, stimmt, da müssen wir da natürlich ein D haben. Das stimmt schon, da müssten wir ein D haben. Hä, aber das geht ja gar nicht. Da muss ein E sein. Aber warum? Hä, Moment, ein A, ein E? Ja, okay, also hier ist auf jeden Fall ein A, wie rum auch immer, okay, klar. Dann ist da irgendwo, hier ist auf jeden Fall ein E, wegen dem D, und dann ist da ein E, ja. Das heißt, unten ist ein D. Ich habe auch keine Ahnung, wie rum, und es ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Ah. Wir haben ein A, wahrscheinlich irgendwie auf dem Kopf oder so. Ich will eigentlich nur noch ausprobieren, ehrlich gesagt. Hier ist ein E, wo ist das B, ist die Frage. Ach, ehrlich gesagt, es ist mir jetzt scheißegal. Ich habe gerade keine Lust mehr. Nee, Blödsinn, E hatten wir schon. Wir müssen jetzt entweder ein B oder ein F versuchen, richtig? A, D und E liegen in. A, D und E. Ein C ist hier. Das heißt, es ist entweder F oder B. Kann es ein F sein? Wenn hier das A ist und hier das E ist. Dann ist hier eher das F und hier das B. Ich glaube, es ist ein B. Wahrscheinlich ist es jetzt das F. Aber wie gesagt, das ist mir gerade sowas von Latten. Ach ja, das ist okay. Mann, B! Du hattest es gerade. B! Kein Rätsel ohne Lösung. Ja, immerhin. Ja, ganz famos. Im Arsch ist das, ey. Anspruchsvoll. Ich find's einfach nur scheiße. Ja, sehr gut. Ach, halt doch die Fresse, Schulz. Ja. Ich verpiss mich. Und suche da mal weiter nach Leuten, die Durst haben. Und ich glaube, ich schneide euch das einfach... Ja gut. Ich kann euch das nicht am Anfang des Parts reinschneiden beim nächsten Mal, wenn die Leute ein Rätsel haben. Also treffen wir uns einfach erstmal beim nächsten Mal wieder da, wenn es wieder einen Typ gibt, der was zu trinken haben will. Bis dann. Ciao.